So, wie immer gestartet direkt auf dem Bett. Und dann gucken wir uns das mal an. Genau, wir hatten, die Scheune war fertig, Futter war fertig, weil Wasser habe ich noch bei, zweite Etage auch. So, und hopp hopp, alle aufgestanden. Ja, was mit dem Essen kommt ganz gut. Ich glaube, ich muss mal eben... Genau, das sind die, die wir verkaufen. Ich glaube, ich hätte echt nur ein Dings kaufen müssen. Ja, wenn man genug Kohle hat, ne, dann kann man damit auch mal rumschmeißen. So, so. Da liegt noch eins. Das ist ein befruchtetes. Das lassen wir mal schön da, wo es ist. Und dann ovulieren wir uns nochmal ein. Zack. Achso, man sollte es auch einschalten. Ah. Guck an, da. Das hier muss auch hier hin. Hey. Aufheben rein und ups. Und Alter. Ich will das Ei aufheben. Jetzt. So. Dann füllen wir nochmal eben auf hier. Alle Tröge füllen. Zack. Zack. Dann sind wir da safe. Dann gucken wir nochmal nach Wasser. Und dann ist bald schon wieder Schweineschlachtung, glaube ich. Ja. Oder? Die wachsen ja mittlerweile auch wieder so ein bisschen. Haben wir eigentlich an Kohle? Oh ja, wir müssen auch Schweine unbedingt schlachten. Damit wir Richtung Dings können. Wie heißt denn das? Was wollten wir da machen? Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Na, Felder. Felder wollten wir anlegen, ne? Felder. Hallo? Weiß halt nicht, ob ich die mal 2 Tage in Ruhe lasse hier. Wie viel ist denn da jetzt drin? Ich würde fast sagen, ne? Weil, was bringt mir das jetzt gerade? Eigentlich nix. Eigentlich nix. Bauen wir heute, glaube ich, mal ein bisschen am Haus. In der Hoffnung, dass wir wow, gut zurechtkommen mit den 300 Flocken, die wir noch haben. Aber eigentlich, Essen, Trinken ist ja alles da. So. Ein bisschen Holz hatten wir hier noch. Problem war... Problem war jetzt das Dach. Wo ist es denn? Holzdach, da war es. Und es läuft auch schon wieder so richtig gut.
So. Gott. Sieht gar nichts mehr so. Oh, das läuft richtig gut. Richtig gut. So, hier komme ich wahrscheinlich nicht an. Ne. Da muss ich mal gucken, wenn wir es fertig gebaut haben. Bauen wir mal eben den als erstes. Zack. Oh, gut. Falschen Knopf gedrückt. Passiert. Ah, ich wollte auch noch Lampen bauen, ne? Vor allen Dingen hier unten schon, weil hier unten benutze ich ja auch. So. Muss ich überlegen, wie wir das mit dem anderen Dach machen. Ich probiere jetzt erstmal das andere daran zu setzen. Jetzt, wo, ne, das ist ja hier, das müsste das ja eigentlich. Eigentlich müsste es einfach sein, denkt man sich. Aber das Spiel sagt, nö, ist nicht so einfach. Gut, dann anders. Dann müssen wir wieder tricksen. Das kenne ich ja schon. 6 Stück müssen da rein. Da müssen wir längs. Guck mal, dann. Was hatte ich gesagt? Lampen. Ich glaube, Lampen finden wir eher hier. Oder auch nicht. Ich hätte es gedacht. Achso, ich wollte gerade sagen, Gewächshaus. Ja, gibt's ja mittlerweile auch noch. Aber Schmerzer, schönen guten Tag. Nein, ich habe den Syrstrom nicht auf Heizung gestellt, Alter. Habe ich dir ja schon gesagt. Kannst du vergessen. Schönen guten Abend, Sophie. So. So, ich glaube, hier geht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, auch Metall rein. Okay. Und ein bisschen Holz. Schalten wir das schon mal ein. Dann haben wir nachher genug. Danke. Ist wie alles bei mir, ne? Ob es Hüte oder Mützen sind, natürlich auch die ist ein Tick zu groß. Meine Frau näht mir die enger. Ich mit meinem kleinen Kinderkopf. Was machen die Schweine? Jo, die Schweine hier, ne? Also wächst und gedeiht. Denk mal, morgen können wir noch mal ein bisschen was rausholen da. Um ein bisschen Geld zu machen. Vielleicht auch übermorgen, weil morgen können wir auch erstmal Öl moken. So. Zack. Schon damals geliebt hier, ey.
Mach doch das Dach hier ran. Nicht da. Wer will denn da ein Dach ran haben? Das ist schon echt. Da fragt man sich doch echt. Ernst kann dieses Spiel das doch nicht meinen. Endlich. Jetzt haben wir hier dasselbe Problem, ne? Naja, gucken wir mal. Kriegen wir auch irgendwie hin? Was heißt denn überraschenderweise? Natürlich sind die Schweine noch da. Solange sie nicht groß genug sind, sind sie noch da. Mit Tönnies. Nee, mit Tönnies machen wir keine Deals. Die sind mir noch zu human mit den Schweine. Und ich muss das noch billiger haben, sonst verdiene ich daran nichts. Es ist echt ein Scheiß hier mit den Dächern. Genauso wie vorher. Komme ich da aber auch nicht rauf mehr, ne? Ne. Also müssen wir noch Treppe von außen machen am besten. Naja. Oh, die ist neu. Die kenne ich noch nicht. So. Ach ja. Was haben wir denn da? 1, 2. Brauchen wir da noch? Nö. Musst du die Angestellten noch bescheißen? Naja, ich hab keine. Dann geht das nicht. Dann geht das leider nicht. So. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder Holz, ne? Ups. So. Gucken noch mal eben, wie, was sagt das Wasser hier? Da ist noch gut. Die haben auch noch. Bis heute Abend wird das bestimmt noch lang, oder? Was brauchen wir eigentlich noch? 50, 65. Eigentlich noch 65, ne? Ob das was wird, ich weiß es ja nicht. Sophie, wie geht's denn deiner Lütten? So. So. Oh, erste Erkältung überstanden.
Zack. So, dann legen wir mal eben die Bäume hier um. Und dann sägen wir ein bisschen. Ja, weiß ich nicht, Schmerzer. So eine RP-Mod für im Tönnies-Stil für so einen Simulator. Boah, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, schon eine Nummer zu hart. Also ich bräuchte das jetzt nicht. So, und der noch, ne? So, ist hier noch was hintergefallen? Nö. Und wie geht's denn euch so, Sophie? Nach der ersten Erkältung der Lütten? Man sieht doch schon auch erstmal einen Kopf, oder? Boah, ich weiß gar nicht, wie viel hier auf so einen Server raufgehen würden. 4, 6, 8, keine Ahnung. Steht bestimmt in der Spielbeschreibung auf Steam. Müsstest du da mal gucken. Ich säge, säge, säge. Wow. In der Nacht ganz durchgespuckt. Da habe ich Angst, dass es was Ernstes ist. Ja, ist glaube ich auch so, ne? Das ist, also, ich weiß, es ist jetzt kein hundertprozentiger Vergleich. Aber immer wenn jetzt irgendwas mit dem Hund ist, irgendwas Neues, ja, dann ist, also bei uns ist momentan gerade immer gleich die Panik, okay, das war's jetzt. Jetzt müssen wir morgen zum Tierarzt und dann hat sich das erledigt. So. Es ist einfach, und dann sind es manchmal so Kleinigkeiten und dann kriegt man es irgendwie wieder hin. Aber es kommt halt immer wieder was. Ne? Also der Hund hat zum Beispiel jetzt überhaupt keine Ruhe. Das ist schlimm. Also heute hat er mal wieder einen sehr, sehr guten Tag. Warte, ich muss mal eben auf Holz klopfen. Nicht, dass das gleich anders wird. Oh, ich hasse das. Ja, eben, er kann nichts sagen, aber das ist ja beim Kind ist es ja ähnlich, ne? So, wenn es noch so klein ist, kann die ja auch nicht sagen, hier, ich habe Bauchschmerzen oder mir platzt die Rübe oder. Ist ja so, ne? So, nehmen wir mal nochmal den weiten Weg hier. Zack. Du hattest heute dein erstes MRT-Schmerzer, okay? Und was ist dabei rausgekommen? Achso, ist eh gerade leer. Da
dann passt das ja. Sammy ist jetzt 14. Und du merkst es ihm halt auch so langsam an. Da kommt eine Demenz mit zu. Ne, das ist. Ja. Ist nicht schön. Oh, und durch die Demenz merkt man jetzt, dass teilweise so er sich, ja, nennen wir es mal, nicht wohlfühlt. Ja, so kann man das sagen. Sich nicht wohlfühlt oder teilweise nicht weiß, wo er ist. Und das löst bei ihm so teilweise schon echt übelste Stressreaktion aus. Teilweise so, dass er ganze Nacht am Hecheln ist und nicht schlafen kann und denkst dir, ey, was ist denn los? Warm ist hier nicht. Weißt du, da hast schon, du schläfst selber schon irgendwie, oder Susi schläft schon teilweise im Bademantel mit Pyjama drunter, weil wir das Fenster aufmachen müssen bei minus 390 Grad. Und der Hund fängt an zu hecheln. Letzte Nacht zum Beispiel wieder, wir konnten nicht pennen. Irgendwann ist Susi aufgestanden. Ich dann mir den Hund geschnappt, bin runtergegangen und hab gesagt, geh du mal wieder hoch ins Bett, du musst morgen noch arbeiten. Ich bleibe mit dem Hund auf der Couch. Hab den Hund auf die Couch gesetzt und der legt sich bei Susi hin, so halb auf ihren Schoß drauf und hört auf zu echeln. Sofort. Und pennt. Und dann denkst du dir, okay. Aber du kannst ja so nicht schlafen. Du kannst ja nicht im Sitzen auf der Couch schlafen, nur damit der Hund ruhig ist. Das ist so das Komische daran, ne? Da denkst du so, Ja, da hat er Tage, da gehst du mit ihm raus und er pinkelt irgendwie überhaupt nicht. Dafür pinkelt er dir tausendmal die Windel voll oder verliert die Windel und pinkelt dir in die Bude. Und das ist so alles gerade so ein bisschen, nennen wir es mal, belastend. Es dauert irgendwie am hin und her putzen und so. Okay. Morgen zum Hausarzt. Naja, dann hoffe ich mal, Schmerzer, dass der mal was Neues weiß. Na? Geht ja auch schon ein bisschen länger. Und so, welche war leer? Die war leer, ne? So. Alten und Babys hat man es nicht leicht. Nee. Ist halt gerade, ja. Sammy ist halt gerade ein richtiger Pflegefall. Also, ich glaube, wäre er jetzt ein Mensch, hätten wir ihn schon ins Pflegeheim gegeben. Also nicht, weil man ihn loswerden will, sondern weil man, also die Leute im Pflegeheim das einfach besser können, ne, damit umgehen zu können. Also, dass sie da besser damit umgehen können. Die haben es ja schließlich gelernt, mit Leuten mit Demenz umgehen zu können und so. Und beim Mensch hast du da auch immer noch, die können ja trotzdem wenigstens reden, auch wenn sie manchmal wirres Zeug reden. Ah ja, bei meiner Uroma im Endeffekt jetzt letztes Jahr ja genauso. Na,
also letztes Jahr ist sie verstorben und 2 Jahre davor war das mit der Demenz sehr extrem. Aber wie gesagt, du kannst dich halt noch irgendwie unterhalten und sie konnte dann ja wenigstens noch sagen, wenn sie Schmerzen hat oder so. Der Hund konnte jetzt nicht sagen, ey, ich möchte einfach nur kuscheln und dann geht's mir wieder gut. Nee, Schmerzer, ich war das nicht. Vor allen Dingen, wenn du schreibst, ich war das, weil ich zu faul war aufzustehen, ich habe in die Bude geschissen, dann wäre ich ja trotzdem aufgestanden. Ich scheiß mir immer einfach in die Hose. Das ist besser. Ist auch kurz warm. Das läuft. So. Ich weiß gar nicht, wie spät ist es da, aber gut, gucken wir mal, ob wir das alles noch wegsägen oder den Rest morgen machen. Irgendwann ist das hier mit wenig Licht ja auch immer kacke. Obwohl, ich glaube, die kriegen wir noch weg. Nee, Schmerzer, brauchst mir keine Windeln schicken. Habe ich selbst hier. Ne? Die guten Tena Man von Rossmann. Das sind die besten. Aber irgendwie frage ich mich, wo bleibt denn der Rest vom Schützenfest? Doch wieder vergessen, dass heute Stream ist, oder was? So, wenn ich das richtig sehe, ist das hier der letzte. Oh, die Stümpfe weg hier. Okay, und mach hier mal aus. Wir wollen ja nicht den ganzen Sprit verblasen, das ist teuer. So, da müssen nochmal 5 rauf. Oh doch, du reichst auf jeden Fall zum dünnes Labern. Du reichst es, du laberst halt nur immer zu viel Dünnes. Deswegen brauche ich da Leute, die ein bisschen was anderes labern. So. So, jetzt könnte das sein, dass wir das gar nicht mehr hier raufkriegen. Gleich mal gucken.
glaube, mehr als 4 Reihen lässt er immer nicht stapeln, die Sau. Ah doch. Sehr schön. Oder auch nicht, warum auch immer. Warum will er den jetzt nicht? Öi. Joa, keine Ahnung warum. Den will er jetzt nicht mehr. Dann hole ich den Quark morgen ab. Naja, intellektuelle Kost würde ich auch nicht sagen. Dafür bin ich zu blöde. Das würde auffallen. So, ja, guck mal, jetzt ist aber auch gleich echt Schlafenszeit. So. Den Rest holen wir morgen. Jetzt düsen wir erstmal kurz nach Hause. So, schlaft ihr alle schon? Ja. Oh, komm mal. Morgen unbedingt Wasser. Unbedingt Wasser. Gut, gut.